Seid ihr herzlich willkommen. Channeling aus der Bibel. Meine Mutter starb 2002 und ich habe Verbindung gesucht zum Göttlichen und spontan kam die Idee, ich habe mein Halskette genommen, die Bibel aufgeschlagen und diese Halskette bewegte sich wie ein Pendel bei bestimmten Wörtern. Und das hat einen Sinn gegeben. Außerdem gleichzeitig bekam ich auch Eingebungen und so entstand diese Art von Kommunikation von diesem heiligen Quelle. Seit einigen Tagen bekomme ich auch Bilder. Es sind keine Traumbilder, sondern wenn ich die Augen schließe, dann bekomme ich eine Postkarte. Dieser Bild sieht wirklich so aus wie eine Postkarte. Das kann ich auch nicht beeinflussen. Das kommt von alleine. Und heute Morgen habe ich auch eine Botschaft erhalten. Und bei diesem aktuellen Bild war ein Mann zwischen 40 und 50 und saß auf einem Stuhl, sehr bedrückt, traurig. Und neben ihm war sehr viel Geld, Geldscheine, aber er hat es gar nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, diese Postkartenbotschaften sind nicht nur für mich gedacht, sondern vielleicht für dich. Was bedeutet dieses Bild? Entweder symbolisiert dich selbst oder ist jemand in deiner Umgebung und das kann eine männliche Person sein, wo sehr bedrückt ist, traurig, hat sehr viel Sorgen, vielleicht in finanzieller Hinsicht, aber er merkt gar nicht, dass in die Nähe sehr viel Geld da ist. Vielleicht sollte seine Aufmerksamkeit in eine neue Richtung lenken oder im Vertrauen bleiben. Die Reichtum ist da, nur er sieht das nicht. Und jetzt schauen wir an, welche Botschaft bekommen wir von der Bibel, von dieser Quelle. Das kann ich auch nicht beeinflussen, also ich bin auch gespannt auf die aktuelle Botschaft. Du hast keine Lust, gegen jemand oder gegen etwas dich zu wehren, weil du fühlst dich momentan wie gelähmt. Nicht nur das, du verlierst gerade die Ruhe. Das geht bald vorüber und du bekommst eine Nachricht, eine Botschaft, das wird für dich wichtig sein. Heute weinst noch, aber gerade erschaffst du die Basis, ein Boden, auf das wird etwas aufgebaut. Jemand schenkt dir etwas und möchte diesen Kontakt pflegen.
Dein Land hat Sorgen. Es ist keine einfache Zeit gerade. Im Land passieren täglich Fehler. Nicht nur in dein Land, sondern auf die ganze Welt. Es ist gerade ein Kampf, aber du kannst nichts dagegen tun. Die goldene Zeit kehrt zurück. Und das war die Botschaft aus dieser Quelle. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.